Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Barmer zweiten Basketball-Bundesliga-Partie zwischen den Jobsiers Gießen 46ers Unibaskets Paderborn. Endstand 99 zu 102. Bei mir die beiden Coaches, zum einen Steven Esterkamp und zum anderen unser Frankie. First of all, we start with the guest. Your statement, please. It was a tough game for us. I have a lot of respect for Frankie. And what he has done over the last years as a coach and what he's doing with this team right now, this is a very, very tough team to play. Offensive quality is very, very high. But, yeah, we see that 102 to 99 is a high-scoring game. From my side, from my team, we've been struggling offensively the whole season, inside, outside. And tonight was, I think, the first consistent game where we were able to score both in and out, shot a good percentage. Most importantly for me, we were really a team for 40 minutes. 27 assists is big for us, first time this season, and really happy with the way my guys really competed for the whole game. Thank you. Ja, Frankie, dein Statement nach der ersten Heimniederlage? So, erstmal Glückwunsch an meinen Freund Steven, der gewonnen hat, völlig verdient. Ja, ich meine, als Trainer irgendwann verlierst du Mittel zu arbeiten, wenn du die ganze Woche warnst und redest darüber und dann kommt das Spiel und dann fragst du dich wirklich, was haben wir die ganze Woche gemacht? Wir wollten vermeiden, diese Highscore-Game und dann fängt das Spiel an und Paderborn schießt die Schwarm schon in erste Viertel und beendet erste Halbzeit mit 50 Punkten. Zweite Halbzeit war besser, dann haben wir aber 52 kassiert. Das ist eigentlich ein Effekt, die oft passiert im Spiel. Die Spieler kommen nach Gießen und haben genauso Motivation, gerade Gießen, beste Basketball zu spielen. Und von Woche zu Woche, wir schaffen diesen Druck in die Verteidigung, der nur im dritten Viertel da war, über längere Strecke zu schaffen. Ja. Und es ist natürlich dann immer wieder kurios, wie wir zurückfinden, wie wir sogar Chance, und jetzt kann man diskutieren über einen Pfiff, und ich bin überzeugt, ich lasse mir 2 Tage Zeit, aber in 2 Tagen werde ich sehen, dass dieses Spiel Pfiff eigentlich spielentscheidend war. Ich will jetzt keinem Absicht unterjubeln, aber bei plus 1 ist in 1 Minute 40 vor Ende, es ist klare Foul von Yama, und davor hatten wir auch schon eine ähnliche Situation. Dass die nicht pfeifen, ist schlimm genug, aber wir haben dann 2 Sekunden durch Ballverlust eine unsportliche Foul, der eine Spiel entscheidet. Und ich bin froh, dass der schiedsrichter Kommissar in der Halle war, und ich hoffe, dass auch jemand Konsequenzen daraus zieht. Genauso wie ich heute 2 mitwichtigste Spieler verliere mit unsportlicher Foul. Ich kann es nur hoffen, dass ein oder andere Schiedsrichter auch mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken bekommt und pausiert. Aber nochmal, darauf zu schieben wäre falsch. Nochmal Glückwunsch. Wir haben nur sporadisch geschafft, den Ballfluss oder Ballbewegung von Paderborn zu stoppen. Anthony hat mich überhaupt nicht kontrollieren können. Nico schnelle 3 Fouls und dann spielt die ganze 2. Halbzeit mit 2. Jordan 18 Minuten, 19 Punkte. Was? 5 Fouls, ja, das sind Sachen, die können wir als Team einfach nicht verkraften. Danke dir, Frankie. Fragen von der Presse? Frage an Frankie. Du hast das jetzt relativ zurückhaltend formuliert. Du hattest ja nicht nur nach Spielende Gesprächsbedarf mit den Schiris, sondern auch schon während des Spiels in vielen Situationen. Ich kann zwar verstehen, dass du jetzt nicht in der ersten Emotion allzu viel dazu sagen willst, aber es gab heute Abend relativ viele Situationen, die am Ende nicht für deine Mannschaft ausgingen, oder?
Also im Basketball gibt es auch ungeschriebene Gesetze. Und diese ungeschriebene, eine von den ungeschriebenen Gesetzen ist, dass du, wenn du auswärts gewinnen willst, musst du besser sein für 10 Punkte. Vielleicht war der Paderborn auch so viel besser heute, aber in der Regel, auch gerade letzte Woche im Fest, hatten wir nicht diese Pfiffe gehabt, die heute passieren. Schiedsrichter sind extra motiviert hier in die Halle. Und ich meine, das sind keine Kleinigkeiten. Das passiert direkt vor dem. Eine Foul, glaube ich, gegen Justin Martin und eine danach, das Spiel entscheidende, gegen Niyama. Wenn du so knappes Spiel spielst, dann musst du über die ein, zwei Situationen reden. Aber nochmal, das sind auch Menschen, die können Fehler machen. Nur ich hoffe, dass diesmal, weil der Kommissar auch in die Halle war, auch jemand darauf Konsequenzen zieht. Weil ich meine, es kann nicht sein, dass die Spiele entscheiden. Ich habe kein Problem zu verlieren. Das weiß auch meine Mannschaft, das weiß auch jeder, der mich kennt. Aber es tut schon weh auf diese Art und Weise dann, weil ein bisschen Kredit. Es gibt dieses, wie ich schon gesagt habe, ungeschriebenes Regel, wenn du auswärts spielst, 3-4 Bälle bekommt Gasgeber. Die 3-4 Bälle heute haben wir nicht gekriegt. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Für unsere 46ers geht es am Freitag nach Tübingen. Wir wünschen trotz allem ein frohes Weihnachtsfest und wir sehen uns am 27. gegen Jena wieder hier. Dankeschön.